Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu unserer Wirtschaftssendung Geld und Co. auf Tele Basel. Die Inflation und die steigenden Zinsen machen unser Leben teurer. Wer betrifft das am meisten und wer profitiert von dieser Situation? Und was kann man dagegen machen? Wir schauen die aktuelle Lage an und wir wollen wissen, warum gibt es überhaupt Inflation. Später in der Sendung besuchen wir einen Wirtschaftszweig, der vom Klimawandel profitiert, nämlich der Glasse-Produzent Gelati Gasparini. Aber zuerst zum Thema Inflation und zum Sandro Merino. Er ist Chief Investment Officer bei der Basler Kantonalbank. Herr Merino, fangen wir gerade mit der aktuellen Lage an. Die Inflation ist auch in der Schweiz deutlich angestiegen. Zwischendurch ist sie bei 3% gelegen. Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, im Vergleich zu der dramatischeren Situation im Ausland nicht. In der Eurozone und in den USA ist die Inflation auf rund 10% angestiegen über den Jahreswechsel. Sie fällt dort zwar wieder und in der Schweiz ist sie nach der Spitze von über 3% über den Jahreswechsel jetzt noch bei 1,6%. Also im Vergleich zumindest ist die Situation nicht dramatisch. Also die Situation hat sich ein bisschen beruhigt und trotzdem, welche negativen Auswirkungen hat die Inflation auf uns? Ja gut, die Inflation erodiert, vernichtet die Kaufkraft vom Geld, vor allem wenn sie über lange Zeit wirkt. Und dazu haben Sie uns auch eine Grafik mitgebracht und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Genau, das ist immer eindrücklich, dass bereits eine Inflation von bescheidenen 2%, wenn sie über 10 Jahre oder 20 Jahre wirkt, massiven Einfluss hat auf die Kaufkraft. Also wenn man schaut, von 2023 auf 2033 bereits ein Fünftel der Kaufkraft nach 10 Jahren verloren und nach 20 Jahren bereits ein Drittel der Kaufkraft verloren. Das ist natürlich ein Problem. Das ist enorm. Unser Warenkorb ist also nicht mehr ganz so voll, wie wir uns das gewohnt waren. Wie entsteht denn überhaupt Inflation? Gut, Inflation hat immer mit dem Geld zu tun. Also wenn die Geldmenge zu gross ist gegenüber den Waren, dann entsteht die Inflation. Also das Gedankenexperiment, dass man jedem Schweizer das doppelte Geld gibt von dem, was er heute hat, dann würde wahrscheinlich einfach der Preis sich verdoppeln von allem. Und dann wären wir wieder gleich weit. Also wenn man Geldmenge bewegt, dann passiert mit den Preisen etwas. Und wie wird die Geldmenge bewegt? Die Geldmenge wird bewegt durch Zinsen. Und Zinsen sind das Hauptinstrument für die Bekämpfung der Inflation. Und da haben wir ja schon einiges gesehen von der Schweizer Nationalbank. Welche negativen oder welche Konsequenzen hat denn die Inflation auf unseren Alltag, wenn wir jetzt zum Beispiel die Mieten anschauen? Ja, am direktesten merkt man es natürlich über die Geldpolitik. Die Zinsen sind von negativ 3/4% auf fast 2% angestiegen in gut einem Jahr. Und das heisst, Kredite sind teurer, Hypotheken sind teurer. Das wirkt sich auf Mieten aus. Und für Unternehmen, die Projekte finanzieren oder auch bei der Immobilie, muss man einfach neu rechnen. Betrifft denn die Inflation alle gleich oder wer ist davon am meisten betroffen? Stark betroffen sind oft die Rentner, weil sie halt eine fixe Rente haben, aus der Pensionskasse zum Beispiel, die nominal ist, wo kein Teuerungsausgleich vorgesehen ist. Und dann ist natürlich die Erosion von der Kaufkraft besonders stark am Wirken. Gibt es denn auch Profiteure? Ja, Schuldner sind Profiteure von der Inflation, weil dort natürlich der Verlust von der Kaufkraft umgekehrt wirkt auf die Schulden. Das heisst, man muss weniger Kaufkraft erzeugen, um die Schulden zurückzuzahlen. Insbesondere hochverschuldete Staaten haben plötzlich eine tiefere Schuldenlast. Also die Schulden sind nicht mehr ganz so hoch, wie sie noch gewesen sind. Und trotzdem haben wir Angst um unser Geld, um unser Vermögen. Wie können wir denn unser Vermögen vor der Inflation schützen? Ja, man muss dort verstehen, was besonders exponiert ist. Sachwerte sind nicht so exponiert. Auf dem Gold steht keine Zahl, was das wert ist. Somit ist das nicht direkt der Inflation unterworfen. Oder Aktien von einem Unternehmen sind auch Sachwert. Oder Immobilien sind Sachwert. Auf der anderen Seite ist Geld, Bargeld, ein Nominalwert. Oder Obligationen, verzinsliche Wertpapiere sind auch Nominalwert. Und das muss man ein bisschen verstehen. Und wenn man dann breit verteilt über Anlagemöglichkeiten, die es schon für bescheidene Vermögen gibt, dann kann man sich doch recht gut, zumindest vermögensseitig, gegen die Inflation schützen. Also Sie sagen konkret unseren Zuschauern und Zuschauern und auch mir, wir sollen unser Geld anlegen. Was ist, wenn wir jetzt nicht viel Geld haben? Da gibt es heute genügend Möglichkeiten, selbst mit Beträgen um die 10'000 Franken sinnvolle
Anlagemöglichkeiten auszuloten. Schauen wir jetzt noch in Zukunft. Haben Sie das Gefühl, dass wir in der Schweiz bzw. die Schweizer Nationalbank die Inflation in den Griff bekommt? Oder müssen wir weiterhin Angst haben, dass die Mieten noch mehr steigen und schlussendlich auch gleich unser Vermögen darüber abschwimmt? Ja gut, mit der aktuellen Inflation von 1,6% und am 1. September kommen die nächsten Zahlen für den Monat August. Dürfte auch rund 1,5% sein. Da sind wir eigentlich bereits in einer relativen Preisstabilität. Und auch die Schweizer Nationalbank dürfte am 21. September Zinsen wahrscheinlich noch einmal erhöhen, von 1,75 auf 2%. Dann ist aber wahrscheinlich die Zinserhöhungsphase vorbei. Und dann dürfte eigentlich so bis Ende nächstes Jahr das Inflationsthema voraussichtlich für die Schweiz nicht mehr ein grosses Thema sein. Also das heisst konkret, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können zumindest vorübergehend ein bisschen ruhiger schlafen. Vielen herzlichen Dank, Sandro Merino, für die Analyse der aktuellen Situation. Die meisten kennen sie, die meisten lieben sie, Zolliglacé. Haben Sie gewusst, dass jedes einzelne Garn von Hand in Schoggi getaucht wird? In unserem Wirtschaftsbeitrag sind wir in Münchenstein bei Gelati Gasparini und schauen hinter die Kulissen des Glacé-Geschäfts. Hier entsteht es also, das Grundnahrungsmittel für alle Glacé-Fans. Und im Sommer hat Glacé natürlich Hochkonjunktur, das Geschäft ist wetterabhängig. Das ist logisch. Was man den Gorne nicht ansieht, der Markt in der Schweiz ist hart umkämpft. Immerhin, der Klimawandel spielt allen Glacé-Herstellern in die Karten. Das ist ein ganz klarer Vorteil für das Geschäft. Oder? Je heißer es wird, desto mehr Glacé wird konsumiert. Und das, ist, das widerspiegelt sich mit diesen Zahlen, die sind steigend. Seit Jahren steigen die Zahlen. 60% werden in der Region Basel verkauft, aber die Absatzzahlen in der restlichen Schweiz sind auf dem Vormarsch. Und Gasparini ist gegenüber den grossen Player am Aufholen. Der Thomas Zeiter erzählt, welche Art von Glacé am besten läuft. Wir produzieren sehr viele Stängel, wie auch Gurne. Das ist sicher das Segment, das wir verkaufen. Die Becher sind ein bisschen schwächer, sind aber auch auf dem Vormarsch, wie wir auch beobachten vom Markt. 1,3 Millionen Stängel Glacé pro Jahr, 1 Million Garne und 800'000 Becherli-Portionen. Das Gastro-Segment macht etwa ein Fünftel vom gesamten Absatzmarkt aus. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei Gasparini zu Münchenstein. Davon sind 10 geschützte Arbeitsplätze im Rahmen eines IV-Auftrags. In den Spitzenzeiten im Sommer braucht es noch zusätzliche temporäre Arbeitskräfte, damit die Firma nachkommt mit Produzieren. Aber was ist im Winter? Verkauft man denn überhaupt noch Glacé oder legt man den noch drauf? Wir verkaufen im Winter Glacé. Es ist das ganze Jahr ein Produkt für uns, aber sicher weniger. Oder im Sommer machen wir unseren Hauptumsatz. Etwa um die 80% machen wir vom April bis im August. Im Winter ist es so, dass wir dann die vorproduzieren für die nachgehende Saison. Das heisst, Stängeli und Becherli produzieren wir vorwiegend dann im Herbst und Winter. Dann produzieren. Gorne sind dann sehr frisch. Die produzieren wir im Februar. Das möchten wir, dass das Gorne schön knusprig bleibt. Im Tiefkühlraum ist es kalt. Fast minus 20 Grad. Lang möchte man hier nicht drin sein. Schnell etwas holen, das ist gerade noch okay. Vor allem, wenn man es dann zurück in der Wärme dafür umso mehr kann geniessen kann. Das also ein Blick in die Glacé-Manufaktur. Und wenn ich zurückdenke, als ich einmal beim Altschulerplatz bei der damaligen Produktionsstätte eine Bruchglasse geholt habe, hat es 3 Glasse im Gückli für 1 Franken gegeben. Da haben wir wieder den Bogen zurück zum Thema Inflation. Das war es von Geld und Co. Nächsten Mittwoch gibt es die neue Ausgabe. Dann reden wir über das revidierte Datenschutzgesetz und was das für die Unternehmen bedeutet. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.